Wenn das Airfoil bei etwa 80 Stundenkilometern aus dem Wasser abhebt, kann der Treibstoffverbrauch um 50-70% reduziert werden. Das Airfoil braucht dann nur noch 10-15% der Antriebsenergie, die ein gleich großes Boot benötigt. Bei einer Reisegeschwindigkeit von 145 Stundenkilometern verbraucht dieses sächsische Airfoil rund 12 Liter Superbenzin. Eine Tankfüllung reicht für über 600 Kilometer.